Ja, hallo Leute, herzlich willkommen bei einem weiteren Assassin's Creed Rogue Tutorial Video. Heute schauen wir uns Sequenz 3 Erinnerung 4 an, die heißt Halte die Freunde in der Nähe. Ich schätze mal auf Englisch ist es Keep Your Friends Close oder so. Naja, wir starten, indem wir Franklins Haus erreichen müssen. Ich zeige euch jetzt mal einen ganz guten Weg, den ich gefunden habe, ohne jetzt hier groß sich mit den ganzen Wachen anzulegen. Eigentlich ist es auch egal, ihr könnt auch ruhig die Standardmethode nehmen, alle Wachen nach und nach töten und euch dann letztendlich irgendwie zum Franklins Haus begeben. Aber ich mache es hier jetzt einfach mal unentdeckt und zwar, oder was heißt unentdeckt, aber zumindest so, dass da nichts Großes passiert. Ich warte hier, bis die Wachen sich nicht mehr um mich kümmern. Die andere Wache dreht bereits um. Dann könnt ihr die beiden hier relativ simpel mit dem Doppelattentat ausschalten, bevor sie euch sehen und seid dann bereits hier an der Tür. Nach einer kleinen Zwischensequenz zeigt euch der Commander hier eure neue Waffe und das ist das Gewehr. Und dieses müsst ihr als erstes auf ein paar Ziele anwenden. Ja, nachdem ihr das dann gemacht habt, also ihr werdet hier nochmal sehen, dann wählt ihr halt eure Knallkörper Ziele aus und werdet dann den Granatwerfer das erste Mal benutzen. Und nachdem ihr das letztendlich dann gemacht habt, geht es auch bereits mit der Hauptmission los und euch werden die beiden optionalen Missionsziele angezeigt. Und zwar sind das 3 Wachen mit einer einzigen Granate töten und 10 Wachen schlafen legen. Also das zweite sollte relativ simpel sein. Ihr habt, wie gesagt, einerseits diese Schlafgranaten, andererseits habt ihr auch noch eure ganz normalen Schlafpfeile, die ebenfalls funktionieren. Und zudem werdet ihr gleich sehen, wenn wir diese jeweiligen Giftvorräte zerstören, schlafen die Wachen drumherum ebenfalls ein. Das heißt, das zweite sollte kein Problem sein. Das erste ist gar nicht mal so einfach und ich werde euch jetzt den Weg zeigen, wie ich gefunden habe, wie man das hinkriegen kann. Ich rate euch erstmal alle Wachen, die ihr dafür nicht braucht, mit den Schlafpfeilen im Endeffekt zum Schlafen gehen zu bewegen. Ich habe ja auch gerade natürlich die falschen Pfeile ausgewählt. Ich weiß gar nicht, wo ich da hinziele. Ach ja, genau, das sind die Knallkörperpfeile. Ich wollte eigentlich da 3 Wachen hinlocken. Leider haben das natürlich keine 3 Wachen gesehen an dieser Stelle. War jetzt gar nicht mal ganz so günstig, das dort zu machen. Aber Knallkörperpfeile sind hier tatsächlich schon der richtige Weg. Und wie ihr das machen sollt, zeige ich euch gleich. Also ihr geht nach hier unten, überquert die Schlucht. Hier an dieser Stelle, lasst euch am besten nicht entdecken. Ich habe mich jetzt leider gerade ein bisschen blöd entdecken lassen. Ihr könnt euch dann auch in diesem Heuhaufen da verziehen, falls ihr das nicht wollt. Und dann schießt ihr nach dort unten einen Knallkörperpfeil hin und wartet letztendlich, bis sich da eine dritte Wache hinbegibt. Ja, Problem ist, wie gesagt, die Wache hier jetzt, die mich leider Gottes gesehen hat. Deswegen muss ich die hier gerade nochmal umbringen. Aber was dann wichtig ist, ist wie gesagt, da unten mit dem Knallkörperpfeil, ihr habt es gerade gesehen, da sind 2 Wachen sogar hingegangen. Und wenn diese 2 oder 3 Wachen dann alle mehr oder weniger nebeneinander stehen, ich zeige es euch jetzt hier nochmal ganz kurz, dann könnt ihr eure Splittergranate im Endeffekt hier genau in diese Mitte schießen und damit könnt ihr 3 oder mehr Feinde letztendlich so ganz einfach ausschalten. Und zwar so, wartet bis alle da sind, zack. Peng. 4 waren es sogar. Damit habt ihr das erste optionale Missionsziel hinbekommen. Und dann nehmt ihr einfach nur eure Schlafpfeile. Wie gesagt, ihr solltet zu diesem Zeitpunkt schon in der Lage sein, da einiges von zu tragen, falls ihr das nach und nach halt aufgewertet habt. Und sonst hilft euch natürlich auch noch eure Schlafgranaten, die ihr ebenfalls habt. Was auch möglich ist, wenn die dann hinterher wieder aufwachen, könnt ihr die auch nochmal einschläfern. Das zählt ebenfalls. Das heißt, da solltet ihr kein großes Problem haben, da insgesamt diese 10 Wachen schlafen zu legen. Gleichzeitig seht ihr da, ihr müsst jetzt diese 3 Giftvorräte zerstören. Da würde ich euch ebenfalls empfehlen, dann vielleicht da auch Wachen in der Nähe zu haben. Dann könnt ihr diese nämlich ebenfalls dadurch relativ einfach einschläfern. So, gucken wir mal. Diese Sachen sind übrigens sehr, sehr gut, um sich mal ganz kurz zwischenzeitlich noch seine Vorräte aufzufüllen. Falls ihr also doch nicht genug Schlafpfeile oder sowas tragen könnt, dann letztendlich einfach diese kleinen Auffüllposten hier nehmen. Und jetzt zeige ich euch noch schnell, wo die 3 Giftvorräte sind. Da links sehen wir bereits den ersten und den werden wir jetzt auch als erstes ausschalten. Also ganz schnell zu entweder zu einer normalen Pistole gewechselt oder aber, was ich gerne mache, hier zu diesen Splittergranaten. Zack. Und da habt ihr das erste, was ausgeschaltet ist. Ihr werdet jetzt sehen, jetzt werden da die Gegner reinlaufen und zack, hat sich ein weiterer Gegner schlafen gelegt. Und da das halt immer wieder so ist, ach, den habe ich gerade leider nicht erwischt, da das halt so ist, könnt ihr dadurch natürlich auch die Gegner nach und nach zum Schlafen bewegen. So, den ersten Giftvorrat haben wir, wie gesagt, jetzt mittlerweile
ausgeschaltet und ihr seht hier gleich nochmal, ich werde jetzt den unten nochmal schlafen legen, obwohl wir es vorher schon gemacht haben und ihr seht, es wird trotzdem erneut gezählt und wenn ich den da hinten noch treffe, zack, wird ebenfalls erneut gezählt. Das heißt, ihr könnt auch einfach warten, bis eine Wache immer wieder aufwacht und das so dementsprechend ebenfalls lösen. Aber ihr habt ja eigentlich auch genug, dass ihr das nicht wirklich machen müsst. So, das haben wir ebenfalls und jetzt fehlt uns nur noch der letzte Giftvorrat und den findet ihr letztendlich jetzt hier, wenn ihr nochmal auf die andere Seite dieses Daches hier geht. Sollte eigentlich kein Problem sein, da auch hinzukommen. Notfalls, wie gesagt, bringt die Leute einfach um. Ist nicht wirklich nötig, dass ihr hier nicht entdeckt werdet oder dass ihr hier keine Leute umbringt. Dementsprechend könnt ihr das auch einfach so machen. Und dann findet ihr hier auf dieser Seite den nächsten und letzten Giftvorrat. Den zerstört ihr dann und somit habt ihr die Mission letztendlich bereits abgeschlossen, nachdem ihr das Gebiet verlassen habt. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Tutorial-Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Abo da. Das war's von mir. Macht's gut. Bye bye. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.